Yo Leute, Sidney am Start und willkommen zu einem neuen Black Clover Video und damit zu meiner Kurzreview von dem neuen Kapitel. Wer hätte es gedacht? Wir sind am Start mit Chapter 327, 9 Seiten dieses Kapitel, nächste Woche Pause, hab keinen Bock mehr, dementsprechend kommen wir heute wahrscheinlich wieder mal ziemlich schnell durch. Dieses Kapitel ist an sich ganz gut, aber ich denke, man hätte auch mehr reinpacken können, also dafür, was dieses Kapitel hergibt, ist es so gut wie gar nichts, also man könnte es locker überspringen und einfach zum nächsten kommen. Also wir haben hier nicht viel, es ist halt die Endstufe. Asta hat seinen besseren oder weiterentwickelten Union Mode erreichen können. Das war der Cliffhanger vom letzten Kapitel und jetzt sehen wir quasi den ersten Move davon, aber mehr wird im Chapter eigentlich nicht großartig gezeigt. Das Kapitel beginnt mit Asta, der Luciferos Schlag aufgehalten hatte vom letzten Mal und ihn somit verunsichert, weil Lucifero keine Veränderung in ihm spüren kann. Asta hält daraufhin auch den nächsten Schlag von Lucifero auf und spürt, dass er jetzt mit Liebe komplett eins geworden sein muss. Also man kann hier vielleicht sogar von einer Art Fusion sprechen. Felicita, also Astas und Liebes Mutter, werden die beiden leben und Lucifero nun vernichten und Lucifero erkennt, dass Astas neuer Union Mode jede Magie löscht, die er berührt, weswegen Luciferos Angriffe keinen Effekt mehr bei Asta hinterlassen. Also der haut komplett auf den Typen rein, aber es passiert überhaupt nichts mehr. Also es ist wirklich eine 180-Grad-Drehung, die wir mit diesem Kapitel bekommen. Und es wirkt jetzt so ziemlich so, als wäre Asta der heftig overpowerte und nicht mehr Lucifero. Asta hat nämlich nur noch 5 Sekunden in dieser Form Zeit, um Lucifero zu besiegen und schneidet erstmal Nacht und Yami los, die von Astas Kraft beeindruckt sind und ihm natürlich Mut zusprechen oder die davon überzeugt sind, dass er es schaffen wird, Lucifero aufzuhalten. Asta kickt dann Lucifero beiseite und nutzt hiermit seine letzten 5 Sekunden für das Finale von dem ganzen Arc hier. Und damit endet dieses Kapitel. Mehr ist hier nicht passiert. Also er rettet Nacht und Yami, er kickt Lucifero beiseite. Jetzt, wo wir eine Zeitangabe haben von 5 Sekunden, kann man davon ausgehen, dass nächstes Kapitel wahrscheinlich der Kampf beendet wird. Außer man baut noch irgendwie einen Twist ein oder so etwas. Aber ich bin so ziemlich fertig mit dem Kampf hier. Also von mir aus kann Asta ihn one-shotten. Das ist mir eigentlich so ziemlich egal. Es war ja absehbar, dass er mit Liebe darüber redet, mit Liebesmutter bzw. Astas Mutter eigentlich, und dass er dadurch ein Power-Up bekommen kann. Also aus meiner Sicht war das ziemlich offensichtlich, nur hat man halt lange drauf gewartet, dass die miteinander sprechen, final. Jetzt ist es letztes Mal dazu gekommen und hier haben wir ein Power-Up, was halt komplett die Karten wieder neu mischt. Wie das vom Power-Scaling her ist und ob das alles Sinn macht und so weiter, da fuchse ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht rein, weil ich habe keine Lust mehr auf diesen Arc hier, ich habe keine Lust auf Lucifero. Ich will einfach nur, dass der Arc hier vorbei ist, dass Lucifero besiegt wird und dass wir zu den interessanteren Dingen wieder kommen können. Das heißt, 4. Sokrates Bruder, 2. Clifford Teufel und so weiter und so fort. Da habe ich Bock drauf, aber nicht diesen Kampf hier aktuell. Den möchte ich so ziemlich schnell beendet bekommen. Und ich hoffe, dass es nächstes Mal soweit ist. Das ganze Thema mit dem Pacing und dass wir wieder nur 9 Seiten haben, dass Tabata nächste Woche wieder eine Pause macht. Am Ende des Tages sage ich euch ganz ehrlich, ich sage da diesmal nichts zu. Ich lasse das unkommentiert stehen. Ihr kennt meine Haltung dazu. Aber besonders gut finde ich es nicht. Also hoffen wir mal, dass Asta nächste Woche König der Magier wird und Lucifero den anderen König komplett kaputt haut. Das wäre es damit gewesen. Lasst mir gerne eure Meinung zu dem recht kurzen Kapitel unten in den Kommentaren da. Und natürlich einen Daumen nach oben für den Support. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!